James Camerons neuer Film Avatar 2 hat alle Rekorde gebrochen. Weltweit wird erwartet, dass der Film über 2 Milliarden Dollar einspielen kann. Ganz klar, der Hype um Avatar 2 ist riesig. Besonders geschätzt wird der Film für seine revolutionären visuellen Effekte. Die Animationen im Film sind so toll, dass alles echt aussieht. Als ob die reale Welt zum Leben erwacht wäre. Aber wie würdest du reagieren, wenn ich dir sage, dass dies tatsächlich eine reale Welt ist? Nicht in dem Sinne, dass Pandora ein real existierender Planet ist, sondern in dem Sinne, dass die Welt, die James Cameron geschaffen hat, um Pandora zu zeigen, ein Spiegelbild unserer realen Welt ist. Du wirst feststellen, dass selbst die kleinsten Details, die in diesem Film gezeigt werden, ein Spiegelbild eines Problems auf der Erde sind. Das übergeordnete Thema der beiden Avatar-Filme ist nicht schwer zu verstehen. Dieser Film zeigt Imperialismus und Vetternwirtschaft. Kolonisatoren ziehen an einen neuen Ort und die dort lebenden Ureinwohner werden gewaltsam vertrieben oder brutal getötet. Das haben wir in den Jahren 1500 bis 1800 überall auf der Welt erlebt. Die East India Company ist ein gutes Beispiel dafür. Die East India Company war ein Unternehmen, das im Wesentlichen nur nach Gewinn strebte. Indem sie verschiedene Länder kolonisierte, strebte sie nach Profit. Und sie machte eine Menge Geld, indem sie die dortigen natürlichen Ressourcen ausbeuteten. Der Unterschied zu heutigen Unternehmen ist, dass die EIC ihre eigene Privatarmee hatte. In dem Film Avatar wird das Gleiche gezeigt. Im Avatar-Universum gibt es einen Megakonzern, die RDA, die angeblich die größte einzelne Nichtregierungsorganisation ist. Dieses Unternehmen arbeitet im Bereich der Raumfahrt und hat mehr Macht als die Regierungen auf der Erde. So wie die EIC ihre Privatarmee hatte, hat auch die RDA eine Privatarmee. Im ersten Avatar-Film haben sie damit einen Krieg auf Pandora ausgelöst. In der Welt dieses Films heißt es, dass die RDA Monopolrechte auf alle Produkte hat, die auf Pandora verschifft, gewonnen oder entwickelt werden. Oder an jedem anderen Ort außerhalb der Erde. Das ist ganz ähnlich wie bei der East India Company. Das Gebiet, das sie kolonisierte, alle Produkte, die dort hergestellt wurden, alles, alle Feldfrüchte, die EIC hatte ein Monopol auf alles. Aber das sind nur die offensichtlichen Teile. Wenn du auf diese Details achtest, wirst du sehen, wie jeder Schauplatz des Films ein Spiegelbild der realen Welt ist. James Cameron ist ein bekannter Umweltschützer. In einem Interview sagte er, dass er in der langen Zeit zwischen Avatar 1 und Avatar 2, es waren 13 Jahre, einmal daran dachte, die Filmregie aufzugeben. I almost bailed on being a filmmaker. The thing that kept me in the game was the possibility of the Avatar universe reaching a lot of people with a persistent message and reaction on part of the audience to maybe fight for and protect. Aber zum Glück hat er das nicht getan und wir haben diesen Film Avatar 2. Da er sich so sehr für die Umwelt, die Tier- und Pflanzenwelt auf der Erde einsetzt, wurde die Welt in Pandora, die er geschaffen hat, tatsächlich von der Erde inspiriert. Die schwebenden Felsen, die du auf Pandora siehst, kannst du mit den Hügeln in China vergleichen. Du wirst die Inspiration hinter den schwebenden Felsen in Pandora deutlich erkennen. Aber das ist nicht das Einzige. Schau dir diesen Glycinienbaum in Japan an. Ein Baum, der älter als 150 Jahre ist. Wenn dieser Baum im Frühling blüht, sieht er wunderschön aus, in rosa und lila Tönen. Diese Bäume sehen immer so aus, aber dieser spezielle Baum in Japan ist riesig. Und jetzt schau dir den Baum der Seelen aus Avatar an. Die Ähnlichkeit ist unverkennbar. In Avatar ist dir bestimmt aufgefallen, wie alles in der Dunkelheit leuchtet. Es strahlt ein leuchtendes, bläulich-grünes Licht aus. Um zu zeigen, dass alle lebenden Organismen auf Pandora biolumineszierende Eigenschaften haben. Noch einmal, das gibt es nicht nur auf Pandora. Schau dir diese biolumineszierende Lagune in Jamaika an. Die Mikroorganismen im Wasser leuchten blau auf, wenn du dich im Wasser bewegst. Es gibt 4 biolumineszierende Lagunen auf der Erde. In Indonesien, auf den Bahamas, Puerto Rico und Jamaika. Außerdem kannst du in Neuseeland Höhlen sehen, die von Glühwürmchen beleuchtet werden. Manchmal kann man Glühwürmchen sogar im heimischen Garten beobachten. Ein weiteres Pendant zu den leuchtenden Lichtern auf Pandora sind die Nordlichter. In nordischen Ländern wie Finnland und Island kann man diese Lichter manchmal am Himmel sehen. Das passiert, wenn sich die energetischen Teilchen, die die Sonne aussendet, am Magnetfeld der Erde orientieren.
Es ist ein wirklich faszinierender Anblick, wenn dieses bunte Lichtspektakel den Himmel ziert. Im zweiten Film von Avatar wird uns ein neuer Stamm von Außerirdischen auf Pandora vorgestellt. Das Riffvolk der Metkayina. Die Metkayina sehen anders aus als die Navi. Ihre Hautfarbe ist eher grünlich als bläulich. Ihre Augen sind größer und sie haben eine flossenähnliche Struktur an ihren Unterarmen und Beinen. Und ihre Schwänze sind verbreitert, wie ein Paddel. Die Schwänze der Navi haben Haare am Ende. Das liegt daran, dass sich die Evolution des Metkayina-Volks von der des Navi-Volkes unterscheidet. Sie haben sich an das Leben in der Nähe des Wassers angepasst. Die Navi hingegen haben sich an das Leben im Wald angepasst. Glaubst du, dass das alles nur James Camerons Einbildung ist? Nein. Auch hier hat er sich von Dingen inspirieren lassen, die er auf der Erde gefunden hat. Wie James Cameron selbst in einem Interview für National Geographic verriet, dass die im zweiten Film gezeigten Inseln von den pazifischen Inseln wie Mikronesien und Polynesien inspiriert sind. Und das Volk der Metkayina ist von den Samabajau inspiriert, die auf einigen Inseln in Indonesien und auf den Philippinen leben. Sie sind auch als Seezigeuner oder Seenomaden bekannt. Das Erstaunlichste an ihnen ist, dass sie sich so entwickelt haben, dass sie besser in der Nähe des Wassers überleben können. Sie haben die erstaunliche Fähigkeit des Freitauchens. Sie verbringen viel Zeit unter Wasser. Junge Kinder der Bajau-Stämme bekommen vom vielen Tauchen Risse im Trommelfell. Das hat den Nachteil, dass sie im Alter Hörprobleme bekommen. Der Vorteil ist jedoch, dass sie freier unter Wasser tauchen können. Sie können in größere Tiefen des Ozeans vordringen. Es wird berichtet, dass sie an einem Tag mehr als 5 Stunden unter Wasser verbringen. In einer Studie aus dem Jahr 2018 wurde gezeigt, dass die Milz der Bajau um 50% größer ist als die von normalen Menschen und ihr Blut enthält einen höheren Anteil an Hämoglobin. Mit seiner Hilfe können sie länger die Luft anhalten, wenn sie ins Wasser tauchen. Und in einigen Fällen wurde festgestellt, dass sie genetisch bedingt besser unter Wasser sehen können. Die Metkayina auf Pandora haben ein drittes Augenlid, die sogenannte Nickhaut, die auch bei vielen Tieren vorkommt. Normalerweise ist sie durchsichtig oder durchlässig und diese dritte Membran dient dem Schutze des Auges. Sie sorgt dafür, dass beim Schwimmen nichts in die Augen gelangt. Außerdem werden die Augen mit Feuchtigkeit versorgt und man kann besser sehen. Das gibt es auch bei Eisbären, wo sie die Augen der Eisbären vor UV-Strahlen schützen, damit sie nicht schneeblind werden. Im Film siehst du große RDA-Schiffe auf dem Wasser, die von den Menschen als Transportmittel benutzt werden und über dem Wasser schweben. Das mag wie eine futuristische Technologie erscheinen. Du würdest dir wünschen, dass es sie auch im echten Leben gibt. Aber wie würdest du dich fühlen, wenn ich dir sage, dass es sie tatsächlich gibt? Sie sind vom Ekranoplan inspiriert. Ekranoplane waren Schiffe, die so aussahen. Sie wurden in den 1960er Jahren von der Sowjetunion entwickelt. Sie schwebten über dem Wasser, sehen aus wie ein Flugzeug und der größte Vorteil ist, dass sie weder von Radargeräten entdeckt werden können, da sie nicht so hoch fliegen wie Flugzeuge, noch von Sonargeräten, da sie keinen Kontakt zum Wasser haben. Da sie nicht mit dem Wasser in Berührung kommen, ist die Reibung deutlich geringer, was ihnen hilft, mit großer Geschwindigkeit zu fliegen. Der größte Ekranoplan, der von der Sowjetunion gebaut wurde, war der KM. Er hatte 10 Düsentriebwerke an der Vorderseite. Die Aufnahmen, die hier zu sehen sind, stammen aus der Zeit, als er getestet wurde. Mit der Hilfe dieser Düsentriebwerke konnte er sich über das Wasser erheben. Jetzt wirst du dich fragen, warum man so etwas heutzutage nicht mehr sieht. Diese Technologie hatte viele Probleme. Die Ekranoplans brauchten einen großen Radius, um sich zu drehen. Das Meerwasser ließ den Motor korrodieren und es war sehr kompliziert, dieses Flugzeug zu bedienen. In den 1980er Jahren erkannte die sowjetische Regierung, dass es sich nicht lohnte, noch mehr Geld für diese Technologie auszugeben, dass ihre Mittel verschwendet wurden und dass es klüger war, die Mittel für etwas anderes zu verwenden. Eine weitere solche Technologie wird auch im ersten Avatar-Film gezeigt. Eine große Bergbaumaschine, mit der die Menschen auf Pandora nach Unobtainium schürfen. Unobtainium soll ein seltenes Mineral sein, das einen hohen Wert hat. Im ersten Avatar-Film heißt es, dass es der Grund ist, warum die Menschen nach Pandora gekommen sind. Um es abzubauen und Geld zu verdienen. Nun, nicht die Menschen, sondern die RDA. Dieser große Konzern ist daran schuld. Die riesige Maschine, die sie zum Abbau benutzt haben, gibt es auch auf der Erde. Ein Schaufelradbagger. Auch bekannt als Bagger 293. Der Bagger 293 ist die größte von Menschen hergestellte Baumaschine, die es bisher gab. Man findet sie in einem Kohlebergwerk in Deutschland.
Die Maschine ist ganze 96 Meter hoch. Das ist fast ein Drittel so hoch wie der Eiffelturm. Sie ist 225 Meter lang und wiegt 14.000 Tonnen. Sie baut mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit ab. Sie kann an einem Tag bis zu 200.000 Tonnen Erde abbauen. Das Erstaunlichste an ihr ist vielleicht, dass sie eine bewegliche Maschine ist, eine Art Fahrzeug. Der Bagger kann von einem Ort zum anderen bewegt werden. Das geht allerdings nur mit einer Geschwindigkeit von 0,1 Kilometer pro Stunde. Die Fortbewegung ist eine große Herausforderung, denn überall, wo du diese Maschine hinbringst, würden alle Straßen unter ihrem Gewicht zusammenbrechen. Kürzlich haben Menschen in Deutschland dagegen protestiert, dass diese Maschine für den Kohleabbau eingesetzt wird. Die Tiere auf Pandora sind von den Tieren auf der Erde inspiriert. Ilu, eine Kreatur, die im zweiten Film wiederholt gezeigt wird, sieht aus wie ein Pokémon. Aber sieh dir dieses Foto von einem Plesiosaurier an, einem uralten Meeresreptil, das vor etwa 200 Millionen Jahren auf der Erde lebte. Ein weiteres pandorianisches Wesen, das in Avatar 2 eine wichtige Rolle spielte, der Tulkun, kann mit den Walen auf der Erde gleichgesetzt werden. Wie die Tulkuns sind auch die Wale hochintelligente Tiere. Es wird angenommen, dass Delfine und Wale intelligenter sind als Hunde, denn sie haben riesige Gehirne. Ihre Gehirne sind größer als die von Hunden. Im Film wird gezeigt, dass die Tulkuns so intelligent sind, dass die Menschen auf Pandora mit ihnen kommunizieren können. Auf der Erde haben die Gehirne von Walen und Delfinen eine Art spezialisierter Gehirnzellen, die als Spindelneuronen bekannt sind. Mit ihrer Hilfe, so glaubt man, können sie Dinge erkennen, sich erinnern, logisch denken und kommunizieren. Tatsächlich ist der Teil des Gehirns, der Emotionen verarbeitet, das sogenannte limbische System, bei Delfinen und Walen, der limbische Lappen, viel komplexer als beim Menschen. Man kann also davon ausgehen, dass diese Meeresbewohner emotionaler sind als wir. Um die Intelligenz eines Tieres zu messen, wird oft ein Spiegeltest durchgeführt. Dabei wird ein Spiegel vor das Tier gehalten, um zu sehen, ob das Tier sein Spiegelbild erkennen kann. Das ist eine seltene Fähigkeit bei Tieren. Neben dem Menschen können auch große Tümmler, Schimpansen, Elefanten und Elstern den Spiegeltest bestehen. Menschenkinder können den Spiegeltest bestehen, wenn sie etwa 12 Monate alt sind. Aber Delfinkälber bestehen den Spiegeltest mit etwa 7 Monaten. In einer Untersuchung fanden Experten heraus, dass es einige Delfinarten gibt, die verschiedene Mitglieder mit ihrem Namen identifizieren können. Sie haben Pfiffe für andere Delfine erfunden, die jeweils den Namen eines Mitglieds repräsentieren. Und die jungen Delfine lernen ihren Namen von ihren Müttern. Und sie tragen den Namen ihr ganzes Leben lang. Die Bedeutung von Delfinen und Walen wird von James Cameron in dem Film Avatar 2 dargestellt. Interessanterweise hatte James Cameron zuvor eine Dokumentation für National Geographic gedreht, Secrets of the Whales. Ein weiterer Beweis dafür, dass James Cameron dies absichtlich getan hat. In Avatar 2 wird die Bedeutung der Wale gezeigt. In dem Film gibt es diese interessante Szene. Auch sie ist von einem realen Foto eines Wals inspiriert. Und wie wichtig es ist, diese Wale zu schützen, wird im Film deutlich. Wenn wir in der Zeit zurückgehen, können wir sehen, wie im 16. Jahrhundert der kommerzielle Walfang von den Briten und Holländern populär gemacht wurde. Im Jahr 1712 wurde zum ersten Mal ein Pottwal von Menschen gefangen. Das war sehr bedeutsam, denn normalerweise sind Pottwale in der Tiefsee zu finden. Man muss also eine lange Reise machen, um sie zu fangen. Die Menschen machten Jagd auf Wale, um Walöl zu gewinnen. Im 18. und 19. Jahrhundert war es sehr gefragt, denn es wurde als Schmiermittel in Fabriken und zur Beleuchtung von Häusern verwendet. Erst 1879, als in Pennsylvania Erdöl entdeckt wurde, ging die Nachfrage nach Walöl zurück. Aber Jahrzehnte später stieg die Nachfrage wieder an, als die Fettvorräte für die Seifenherstellung zur Neige gingen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden jedes Jahr zwischen 2000 und 20.000 Wale von diesen Menschen gejagt. Norwegen hatte Einfluss auf den Walfang, denn Sven Foyn, ein Norweger, war derjenige, der das erste dampfgetriebene Walfangschiff erfand. Er ließ sich die Harpunenkanone auf dem Schiff patentieren. Die Harpune wurde von einer Granate angeführt, um den Wal zu töten. Die gefährliche Harpunenkanone sah so aus, falls dir das bekannt vorkommt, in Avatar wird eine ähnliche Ausrüstung gezeigt, um die Tulkuns auf Pandora zu töten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Walöl für Europa sehr wichtig geworden und Walfleisch war in Ländern wie Japan und Russland sehr gefragt. Britische und norwegische Länder kontrollierten mehr als 80% des Handels.
und ihr Erfolg lockte weitere Länder zur Waljagd, die Niederlande, die Sowjetunion und Japan. Zu dieser Zeit erkannten die Menschen, dass die Wale eines Tages aussterben würden, wenn die Waljagd fortgesetzt würde. 1946 legte die Internationale Walfangkommission eine Obergrenze für die Anzahl der Wale fest, die in einem Jahr getötet werden dürfen. Es war sehr schwierig, dieses Limit durchzusetzen. Das Limit wurde auf 15.000 Blauwale festgelegt. Später, im Jahr 1962, wurde es auf 2.300 Blauwale angepasst. Doch schon bald wurde klar, dass die Walpopulation schrumpfte. Sie standen kurz vor dem Aussterben. 1963 wurden die Buckelwale geschützt. Blauwale wurden 1965 geschützt und 1982 wurde der kommerzielle Walfang von der Internationalen Walfangkommission verboten. Dadurch haben sich einige Walarten enorm erholt, zum Beispiel die Buckelwale. In den 1950er Jahren gab es weniger als 500 von ihnen. Heute liegt ihre Zahl bei über 25.000. Die Wale wurden von der Kategorie gefährdet in die Kategorie am wenigsten gefährdet eingestuft und ihre ursprüngliche Population hat sich bis zu 93% erholt. Leider ist das nicht bei allen Walarten der Fall. Blauwale sind immer noch bedroht, Pottwale sind immer noch gefährdet. Es gibt immer noch drei Länder, die den Walfang nicht aufgeben wollen: Island, Norwegen und Japan. Von ihnen ist Island am wenigsten besorgniserregend, denn es wird erwartet, dass es den kommerziellen Walfang ab dem nächsten Jahr verbietet. Norwegen hingegen unterstützt die Jagd auf Zwergwale wegen ihres Fleisches. Und Japan erlaubt den kommerziellen Walfang zu wissenschaftlichen Zwecken. Wissenschaftliche Zwecke ist eine Ausrede Japans, weil das Fleisch der Wale, die zu Forschungs- und Wissenschaftszwecken getötet werden, extrahiert und als Lebensmittel verkauft wird. Zwischen 2010 und 2020 sind japanische Schiffe mehrmals in die Schutzzone der Antarktis eingedrungen, um Wale zu jagen. Vielleicht erinnerst du dich an die Sendung Whale Wars auf dem Discovery Channel, in der es darum ging. Eine Umweltschutzgruppe namens Sea Shepherd schickte ihre Schiffe aus, um die Walfangschiffe zu stoppen. Sie blockierten sie buchstäblich und physisch. Wenn ein japanisches Schiff dort Wale jagte, stellten sie ihr Schiff vor das andere Schiff, um es zu stoppen und die Wale zu schützen. Paul Watson, der Gründer der Organisation, berichtete, dass Japan es zu einem terroristischen Akt erklärt hat, wenn man sich den Walfangschiffen im Umkreis von 500 Metern nähert. Das änderte sich 2018, als Japan die Internationale Walfangkommission verließ. We decided to resume commercial whaling from July 2019 and to withdraw from the International Convention for the Regulation of Whaling. Die Ausrede, der Walfang diene wissenschaftlichen Zwecken, war damit hinfällig. Heute betrachtet die IWC Japan als Piratenwalfangland. Das verstößt gegen internationales Recht. Auf der anderen Seite behauptet Japan, dass die IWC nicht genug getan hat, um den nachhaltigen kommerziellen Walfang zu fördern. Sie sind der Meinung, dass der Schutz der Wale nicht der einzige Zweck sein sollte und dass wir die Jagd auf Wale bis zu einem gewissen Grad erlauben müssen. Du wirst fragen, was das mit dem Film Avatar zu tun hat. Es gibt eine Verbindung, Freunde. Ein Detail, das vielleicht keinem von euch aufgefallen ist. Die RDA-Schiffe, die auf Pandora Tulkuns mit Harpunen jagen, tragen den Namen der Harpunenfirma in japanischer Schrift. Und es werden die Farben der japanischen Flagge verwendet. James Cameron weist darauf hin, dass Japan das einzige Land ist, das die Waljagd noch unterstützt. Die Szene der Tulkunjagd in Avatar wird deshalb so detailliert gezeigt, damit die Menschen verstehen, wie die Wale getötet werden. Wusstet ihr, dass James Cameron einer der Menschen ist, die mit einem U-Boot in die Tiefsee getaucht sind? Im Jahr 2012 fuhr James Cameron mit dem U-Boot Deep Sea Challenger in die tiefste Stelle des Ozeans, der Marianengraben. Er ist der erste Mensch, der allein in einem U-Boot so tief taucht. Bis zum tiefsten Punkt der Welt. Seine Liebe für den Ozean und die Artenvielfalt der Erde ist unbestritten. Die Rettung der Erde ist die Botschaft, die er in seinen Filmen vermitteln möchte. In seinen eigenen Worten: "The coral reefs will be a thing that exists only in films in 50 to 75 years, in most places around the planet. That's not okay. When I was a kid, I aspired to become a diver so I could go and see this wonder and this beauty myself. And then I spent decades exploring and enjoying that world. My kids and my grandchildren won't be able to do that. And so, it's to remember, to celebrate and fall in love with again and therefore remember to protect that which we're losing." Wie hat dir dieser Film gefallen? Kommentiere unten, um es mir mitzuteilen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichen Dank.